Werte Frau Ministerin, Sie haben gerade das Thema Hunger erwähnt. Mich würde interessieren, wie sehen Sie die Eigenverantwortung der Länder, gerade im Bereich der Landwirtschaft, bezüglich der Entwaldung in genau diesen Ländern? Wir stellen fest, dass gerade in diesem Bereich Afrikas teilweise es Länder gibt, die zu 60-80% Entwaldungsprobleme haben. Das führt dazu, dass der fruchtbare Boden abgetragen wird. Das führt dazu, dass das Wasser versinkt. Wie sehen Sie die Eigenverantwortung gerade diesbezüglich, bevor Sie immer mit Ihrer menschgemachten Klimawandel-Ideologie auf uns einschlagen? Wie sehen Sie die Eigenverantwortung Afrikas in diesem Bereich? Jetzt. Herr Abgeordneter, die Wissenschaftslage ist da vollkommen klar. Der Klimawandel ist real und ist vor allen Dingen für die Ärmsten der Welt am stärksten zu spüren. Und natürlich gibt es eine Eigenverantwortung in den Ländern. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das auf die ärmsten Länder dieser Welt sind, dass sie mit dem Notwendigsten kämpfen und dass sie dann Unterstützung brauchen, um Wälder zu erhalten und wieder aufzubauen. Ich glaube, das ist selbstverständlich und das ist ein wesentlicher Beitrag, den wir auch international leisten. Zum Thema Wasserstoff. Afrika hat ja ein generelles Problem. Das ist der Zugang zu saurem Trinkwasser. Die Frage richtet sich an Sie insofern. Ist es sinnvoll, auf einem Kontinent Wasserstoffexperimente zu machen, die der deutschen Wirtschaft nutzen, aber vermutlich dem afrikanischen Kontinent nicht, indem sie Zugriff auf das Trinkwasser haben? Bei einer Anhörung wurde uns gesagt, ja, man kann das auch mit Salzwasser machen, also hoch energieintensiv. Das Problem ist, wenn ich es mit Salzwasser mache, brauche ich Entsalzungsanlagen. Für Wasserstoff brauche ich süßes Wasser. Und dann wird nämlich in Afrika die Salzlauge wieder ins Meer geführt mit einem riesigen Einfluss auf die Biodiversität. Erklären Sie mir das mal im Zusammenhang. So, Herr Abgeordneter, auch hier stimmt die Grundannahme nicht. Es ist nicht so, dass bei allen afrikanischen Ländern grundsätzlich zu wenig Wasser vorhanden ist. Es gibt auch Länder, die reiche Wasservorkommen haben. Das ist eine Entscheidung, die jeweils in den Ländern getroffen wird. Und wir unterstützen da, wo Wasserstoffproduktion möglich ist. Wir werden natürlich nicht damit, mit dem Engagement, was wir tun, zusätzliche Probleme bereiten, sondern wirklich da helfen, wo das partnerschaftlich mit den Ländern gemeinsam entwickelt wird.